So, Kids, jetzt sind wir unterwegs. Code Orange. Ja, aber war das, ich habe gesagt, ich habe in die Kamera reingeblubbert, das wäre Darmstadt. Aber das ist in Darmstadt. Weiterstadt. Was erwartet uns denn dort? Bauer Lipp, das ist der bekannteste Kürbisbauer hier in der Umgebung. Ich will da gefühlt schon seit bestimmt 6 Jahren hin. Da gibt es auch ein Maislabyrinth, durch das man laufen kann. So, jetzt hier auf dem Weg zum Bauer Lipp. Wir haben es geschafft. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und hier wirst du auch sofort vom kleinen SpongeBob, also als kleinen, riesengroßen SpongeBob begrüßt, das Kürbisparadies an diesem Tag. Eintritt, ich glaube 4 oder 5 Euro waren das Ganze. Und ja, hier das Entree auf das Gelände und da kann man direkt loslegen und losstauen. Ich muss auf jeden Fall sagen, da haben sich was einfallen lassen. Richtig schön gemacht. Wie viel Arbeit das ist, ne? Wow. Ja, guck mal, die kannst du auch kaufen. Siehst du mal. Guck mal, die Affen! Und mal wieder einen Stempel bekommen. Yeah. Also richtig, richtig tolle Angelegenheit. Schade, dass kein Hund mit rein darf. Essen und Trinken darf man nichts mitbringen. Stört mich jetzt weniger. Aber cute. Auch hier richtig schön. Wow. Das ist Bande Bujador. Und hier die Pyramid. Die Illuminati. Sag mal, ist der echt? Atlantic Giant. Die Wildform ist in Argentinien und Uruguay beheimatet. Krass. Auch schön hier. Der Julius Caesar. Ja, was ist hier mit Asterix und Obelix, merke ich gerade, ne? Oder habe ich wieder jetzt so lange gebraucht, um das zu schnallen? Der Donnergott. So haben sie mich gebaut hier. Ja. Obelix. Und ein Hinkelstein, oder? So, die römische Formation. Mit ihren Spießen. Spieß? Ja. Oder? Was? So, das ist der eigene Hofladen hier. Das ist so richtig toll, oder? Da weißt du noch, wo es herkommt, regional. Qualität sollte auch passen. Wenn wir heute mit dem DX4 gestartet sind, könnten wir quasi alles mitnehmen. Ne? Hier gefunden. Also Nudelstrauß. Der Halloween Candy. Halloween Candy. Der Halloween. Und hier auch ein Becher Liebe. Ja, dann nimm doch sowas mit. Wollt ihr eh ein Kürbis machen, oder? Ja. So, danke für diesen tollen Blumenstrauß. Ja, sieh an, hier kannst du auch selber bemalen. Wie cool ist denn das? So, uns wurde eben gesagt, das Maislabyrinth macht erst um 14 Uhr auf. Das sind jetzt noch über 2 Stunden, die wir warten müssen. Nee, das warten wir nicht mehr. Genau, das warten wir nicht mehr. Kannst du hier auf jeden Fall einen schönen Tag mit der Family verbringen, oder? Ja, nur leider ohne Hund. Ja. Da vorne sind noch Kokosche. Ja, jo, ein Kokosch. Also ein Kokosch ist hier ein Hahn. Da gucken wir gleich schon mal drüber. Hier eher eine Seltenheit in Kroatien überall zu sehen.
kleine Kokosche. No, the Code Orange ist beim Bauern Lip approved. Gell, Frauschen? Ja. Aber jetzt ab nach Grünstadt. Harrison, dies, das. Gutachter, dies, das. Ach, Podcast muss aufgenommen werden, wenn ich das Auto sehe, ne? Da kriege ich Tränen, Alter. Ja, hier wäre das Weißlabyrinth gewesen. Da ganz hinten Eingang, aber hat geschlossen. Und es wäre nochmal separater Eintritt von 5 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kids. Und vorne für die Ausstellung zahlt man auch 4 Euro für Erwachsene. So, einmal Feedback-Runde Bauer Lipp. Wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, wollte ich da schon gefühlt wirklich seit 7 Jahren oder so hin, seit es, glaube ich, gibt, oder ich weiß, ob es vielleicht sogar länger gibt, aber seit ich davon erfahren habe. Auf jeden Fall, es hat 4 Euro Eintritt gekostet. Also die Kürbisausstellung, das Maislabyrinth öffnet unter der Woche erst um 14 Uhr bis 18.30 Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe, und kostet nochmal extra 5 Euro. Der Bauer Lipp an sich öffnet unter der Woche um 10. Wann der zumacht, weiß ich nicht. Die Intention, warum wir heute hierher gefahren sind, auch in der prallen Hitze, war einfach die, dass je später es wird, je voller wird es hier. Vor allem am Wochenende habe ich letztes Jahr Leute gehört, die sind gar nicht mehr durchgekommen. Also da war komplett, da ging gar nichts mehr. Also die standen da wirklich im Stau ein paar Stunden und sind dann heimgefahren. Deswegen habe ich gesagt, wir gehen dieses Mal sehr früh, sodass wir das so einen Haken dran machen können und gesehen haben. Also man muss sagen, die Figuren sind echt schön gemacht. Ich finde den SpongeBob, der außen steht, am coolsten mitunter. Aber ich glaube, den könnte man sogar fotografieren, ohne reinzugehen. Der steht nämlich außen. Ansonsten ist dort ein Restaurant und Café, auch mit, also auch wenn es regnet, ist da so wie ein Zelt gemacht, nenne ich es mal, wie nennt man das, dieses durchsichtige, wie so ein Gewächshaus, wo man drin sitzen kann, wenn es regnet. Es ist auch schattig, weil es alles so unter den Bäumen steht, und man kann verschiedene Sachen da kaufen, Ofenkürbis, Kürbissuppe, also wirklich diverse Dinge, die man da kaufen kann. Auch Kaffee, was ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen vermisst habe, ist Pumpkin Spice Latte gab es nicht. Es gab Erdbeertee und normalen Kaffee, Latte Macchiato und sowas, aber richtig coole Torten, selbstgemachte mit so herbstlicher Deko, also so Herbstblumen drauf. Dann gab es Zimt-Muffins, aber so ein bisschen mit Creme gemacht, so verschiedene, also das war echt schön gemacht. Dann konnte man einiges an Kürbissen kaufen, Zierkürbisse, Esskürbisse, also da konnte jetzt ein Hokkaido gekostet 2,50 Euro, finde ich jetzt auch echt nicht zu teuer, muss ich sagen. Dann waren so Bonbons auch noch da, Halloween-Bonbons und Kürbisbonbons, also wirklich eine große Auswahl. Brot auch, war auch zum Kaufen da, also wirklich, muss ich sagen, fand ich richtig schön gemacht. Dann gab es einen Stand, wo man, also ich bin mir nicht sicher, ob man selbst die Kürbisse da bemalen konnte, aber ich glaube eher, die Damen haben die Kürbis bemalt und man konnte den bemalten Kürbis kaufen. Also für Kinder würde ich sagen ein Traum, weil da ist wirklich auch so ein riesen Hüpfkissen mit dabei, Spielplatz, also richtig großer Spielplatz mit verschiedenen Sachen. Also ich denke, wenn man mit Kindern kommt, ist das wirklich richtig ein Traum. Wir waren jetzt nicht im Maislabyrinth, weil wie gesagt, es macht erst um 14 Uhr auf. Stelle ich mir tatsächlich im Herbst schön vor, in dem Maislabyrinth zu sein. Vor allem so ein Grusellabyrinth fände ich, glaube ich, ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob es das tatsächlich gibt. Aber irgendwo habe ich mal davon gehört. Weiß es jetzt gar nicht. Also ich muss sagen, alles in allem finde ich, es hat mir gefallen. Und es lohnt sich, vor allem wenn man Kinder hat, denke ich, lohnt sich das hierher zu fahren und einen Tag hier zu verbringen. Für uns persönlich war es jetzt schön, das mal gesehen zu haben. Für da einmal das sich anzugucken, finde ich, lohnt sich auch. Aber jetzt da nochmal hinzufahren, glaube ich jetzt eher nicht, dass wir das machen. Genau. Also wirklich schön gemacht, ne? Das Ambiente, dies, das. Preislich gut. Ist in Ordnung. Ja, der Hofladen hat mir mega gut gefallen. Den haben sie richtig schön aufbereitet, vorbereitet. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, war da nicht, wo wir reingefahren sind, auch ein Hofladen, wo man rein kann, ohne dass man da Eintritt bezahlt? Ja, das war ein separater Hofladen. Ja. Das ist quasi direkt vom Feld quasi. Genau. Aber der Hofladen im
bei, hier in, dem, in der Ausstellung selbst ist ja nochmal was Separates. Ne? Ja. Weil da haben sie auch die Feinkostprodukte, Liköre, eingelegte Sachen und sowas. Ne? Aber so summa summarum denke ich auch mit Kids ist es ein super Ausflugsziel. Aber so denken wahrscheinlich dann auch ganz viele. Und wie du schon sagtest, denke ich, dass man da auf dem Wochenende hin, wenn dann die meisten Zeit haben, eigentlich durchaus mit Wartezeit rechnen kann. Vor allem, aber ich meine, ein Haufen Parkplätze sind da. Aber trotzdem, wenn dann die ganze Region da irgendwie hinfährt, denke ich, ist schon schwierig. Ja, das sind meine zwei Cent dafür. Punkte? Ja. Was gebe ich denn Punkte? So allgemein oder? Ja, leg doch die Kategorien fest. Nee, ich gebe dem Ganzen. Ich gebe dem Ganzen. Weißt du, was ich halt nicht verstehe? Dass du zweimal abkassierst, einmal vorne und fürs Labyrinth würdest du auch nochmal abkassieren. Ja, gut, weil manche gehen nur in das Labyrinth und manche gehen nur in die Kürbisausstellung. Und stell dir vor, wir hätten jetzt beides bezahlt und können gar nicht ins Labyrinth. Stell dir mal vor. Also, ich gebe dem Ganzen. Also, für mich ist das ein Minuspunkt, deswegen gebe ich 9 von 10. weil für mich ist es ein Gesamtkonzept. Und dann das eine aus. Klar, sagst du dann auf der einen Seite, ja, dann machst du vorne 6 Euro statt 4 Euro, keine Ahnung, und der eine geht da gar nicht hin, der andere geht nur dahin, bla bla bla. Aber wie gesagt, zweimal abkassieren ist halt so ein Ding. Ne? Also ich kann euch nur empfehlen, zu sowas immer antizyklisch zu gehen, also immer dann, wenn die Leute nicht hingehen, also nicht wie wir jetzt bei 27 Grad am Montagmorgen. Gehen die Leute normalerweise nicht dahin, weil die Ferien sind auch vorbei und deswegen sind wir auch jetzt zu der Zeit hierher gekommen, weil einfach, denke ich mal, hier jetzt am wenigsten los. Es war wirklich nicht viel los, also das muss man sagen. Also kann ich empfehlen, um so eine Zeit zu kommen, weil wenn wir da anstehen müssten und so, da hätte ich gar keine Lust drauf. Also ich gebe auch eine 9 von 10. Warum nur eine 9? Das Essen und so können wir jetzt nicht bewerten, weil wir nichts gegessen haben oder auch nichts getrunken haben. Und aber dementsprechend. Es roch überall sehr, sehr lecker. Ja, wirklich. Hat richtig lecker gerochen und zwar auch alles selbst gemacht. Also ich bin mir sicher, wir hätten da eine 10 von 10 gegeben. Und ich glaube, der einzigste Grund, warum wir vielleicht nochmal hierher kommen könnten, wäre, um wirklich das Essen zu probieren. Ja, ansonsten, wie gesagt, 9 von 10, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, es gibt noch mehr Kürbisfiguren. Also es waren jetzt schon einige, so ihr seht es ja im Video mit Asterix und Obelix, aber ich habe irgendwie gedacht, es gibt noch, keine Ahnung, gibt noch mehr. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem alles schön gemacht, also wirklich schön. Wirkt vielleicht im Internet einfach nur größer, wie es ist.